Hallo zusammen und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Heute soll es mal um die RAW-Entwicklung der Fotos rund um die DJI R2S gehen. Eigentlich wollte ich noch ein paar Bilder sammeln, um ja so ein paar unterschiedliche Lichtsituationen abzubilden, aber das Wetter ist draußen so mies, dass ich nichts anderes eigentlich machen kann, als irgendwie so softwareseitig ein bisschen unterwegs zu sein. Und da dachte ich mir, schaue ich doch schon mal in meine Bildersammlung der R2S und vielleicht ist da das ein oder andere dabei und ich habe so ein bisschen was Unterschiedliches gefunden und ein paar Dinge auch herausgegraben, die mir früher bei anderen DJI-Drohnen ja immer nicht ganz so gut gefallen haben und das möchte ich mir mit euch zusammen hier in Adobe Lightroom einfach mal anschauen. Wie immer vorweg, Bildentwicklung ist immer Geschmackssache. Ich entwickle meine Bilder auf meine eigene Art und Weise. Wir werden keine Vorlagen verwenden, irgendwelche Presets aus dem Internet oder sonst irgendwas, sondern die Bilder wirklich und tatsächlich komplett alleine entwickeln. Was gut sein kann, ist, dass wir uns eine Vorlage daraus erstellen, damit es dann mit den restlichen Bildern ein bisschen schneller geht. Aber weiß ich noch nicht genau, werden wir schauen, was da möglich ist. Dann habe ich noch einen Hinweis für euch. Es ist jetzt durch ein Firmware-Update möglich, mit dem Controller der R2S zum Beispiel auch die R2 zu fliegen oder die Mini 2. Ihr müsst also nicht mehr hin und her wechseln und solche Dinge oder zwei Controller mitnehmen, sondern es reicht, wenn ihr einen Controller und beide Drohnen mitnehmt oder alle drei Drohnen mitnimmt. Und das ist ein Feature, das finde ich ganz cool. Habe ich vorhin mal ausgetestet, habe die Updates installiert quasi und ja, funktioniert hervorragend. Fliegen kann ich leider nicht, draußen ist die Hölle los, es stürmt, es regnet, es schneit, es hagelt, keine Ahnung, was noch alles. Und ja, ist einfach kein schönes Wetter, aber ja, machen wir einfach das Beste draus. Und ich würde sagen, wir starten hier mit der Bildentwicklung. Ich habe hier 8 Bilder herausgesucht, hier ein Bild, das habe ich gewählt, weil es im Vordergrund relativ dunkel und weiter hinten dann schon extrem hell ist eigentlich, also um mal so ein bisschen in den Dynamikumfang reinzuschauen. Gleiches gilt hier, allerdings ist das hier nicht mehr so sehr im Gegenlicht. Das erste Bild ist dann schon teilweise im Gegenlicht. Dann habe ich hier ein Bild vom Sonnenaufgang mit der Sonne quasi fotografiert. Dann der Sonnenaufgang an sich selbst. Nochmal der Sonnenaufgang, die Sonne steht schon ein bisschen weiter höher, dadurch wird der Vordergrund natürlich immer dunkler und der Hintergrund immer heller. Also auch ein sehr interessantes Bild, um den Dynamikumfang mal so ein bisschen kitzeln zu können. Dann habe ich hier ein Bild bei wirklich richtig miesem Licht, aber sieht man hier auf dem Bild gar nicht so, es war gefühlt wesentlich dunkler. Dann habe ich hier ein Bild. Und das sieht man hier tatsächlich auch schon wieder. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich habe tatsächlich immer wieder Probleme mit DJI-Drohnen, dass zum Beispiel, wenn ihr nur kleine punktuelle weiße Bereiche habt, also jetzt nicht unbedingt eine Wolke, die ja mehrere Farben so extrem beinhaltet, sondern wirklich so kleinere weiße Bereiche habt, wie Schwäne, ist so ein Paradebeispiel, dann sind diese tatsächlich irgendwie gefühlt immer überbelichtet. Und das ist natürlich etwas, ja, was man so nicht haben möchte und ja, einfach mal schauen, was wir dann hier in der Entwicklung aus den Bildern herausholen können. Und hier habe ich einfach mal noch einen Blick so ein bisschen in die Ferne und da schauen wir einfach mal auf die Details, auf die Farben, auf all solche Dinge, gerade auch was dann, wenn man die Bilder entwickelt, was das Farbrauschen angeht und all das möchte ich mit euch mir mal so ein bisschen anschauen, also 8 Bilder. Ich werde Zeitstempel setzen, so dass ihr von einem Bild zum anderen hopsen könnt, quasi, wenn ihr so möchtet. Und die RAW-Files habe ich schon exportiert und dann habt ihr einen schönen Vergleich am Ende des Videos. Auch dazu gibt es dann einen separaten Zeitstempel. Wem es also reicht, nur die ersten 3 Bilder zu schauen, der kann dann noch zum Ende springen und gucken, was genau aus diesen einzelnen Bildern, die ich jetzt hier vorgestellt habe, geworden ist. Ja, wir starten natürlich mit dem ersten Bild. Ich klappe hier ein. Ihr seht, ich habe mir schon ein paar Vorlagen für mich erstellt. Brauchen wir jetzt hier nicht. Ich klappe das, wie gesagt, ein. Da wird das Bild für euch hier ein bisschen größer. Was wir auch nicht brauchen, ist hier oben. Mache ich ebenfalls weg und auch damit kriegen wir das Bild noch ein bisschen größer. Und den Rest, würde ich sagen, lassen wir jetzt einfach so. Und ich habe vorher noch schnell
geschaut in der Creative Cloud, ob es ein Update für Lightroom gibt, welches zum Beispiel den Sensor, also die Objektivkorrekturen mitliefert. Ist leider nicht der Fall, deswegen können wir jetzt hier keine Objektivkorrektur anwenden. Das Einzige, was wir mal schauen können, ist, ob wir vielleicht mit einem anderen DJI-Profil hier so eine Korrektur draufkriegen. Das schauen wir als erstes mal rein, bevor wir irgendwas anderes machen. Aber ich habe da ehrlich gesagt nicht ganz so viel Hoffnung. Und ich wüsste da jetzt auch gar nicht so richtig, was ich nehmen soll. Vielleicht Mavic Pro, das ist ja auch ein Zoll-Sensor. Und dann machen wir das mal aus. Ja, das sieht gar nicht schlecht aus, wenn man in den Randbereich hineinschaut. Der knickt ein bisschen weg. Und wenn man es aktiviert, ist es ein bisschen besser. Ich lasse das einfach mal an und ja, ob das jetzt so richtig ist, weiß ich nicht genau. Wahrscheinlich mal wieder nicht, aber ja, wir testen uns einfach durch. Ja, dann haben wir hier das Bild. Wie gesagt, schon fast eine Gegenlichtsituation. Hier oben rechts ist dann die Sonne, die aber in dem Moment quasi von einer Wolke verdeckt wurde. Dadurch ist es nicht komplett Gegenlicht. Und ja, den Blick kennt ihr hier, das ist der große Gotschesee und die Stadt Bitterfeld, hier ist das Krankenhaus und wir werden jetzt mal gucken, was wir in der Bildentwicklung hier zustande kriegen. Wir schauen erstmal, wie sich die R2S entschieden hat, das Bild aufzunehmen. ISO 100, was schon mal gut ist. Dann haben wir hier 8,38 mm, feste Blende 2,8, das heißt, wir haben immer die gleiche Blende, egal wann wir die Fotos machen, immer 2,8. Und die Belichtungszeit ist dann natürlich, weil das Bild relativ hell war eigentlich im Hintergrund und ja, die Kamera sich gedacht hat, okay, es hinten ausbrennt, machen wir es lieber vorne ein bisschen dunkler, was generell erstmal der richtige Weg ist. Und deswegen sind wir hier bei einem 2000stel. Also das geht völlig in Ordnung meiner Meinung nach. Und bevor wir mit der Belichtung spielen, gehen wir auf jeden Fall erstmal in den Kontrast und machen den Unterschied. Arbeiten wir uns noch so ein bisschen raus. Wir probieren es jetzt hier erstmal mit 25 und dann sehen wir schon, dass wir in den dunklen Bereichen eine Warnung bekommen. Die korrigieren wir dann natürlich gleich. So, dann nehmen wir die Lichter runter, damit wir dann auch hier drüben gerade, wo es so ein bisschen überbelichtet noch erschien, quasi die Details zu uns holen und das funktioniert richtig gut. Und jetzt nehmen wir die Tiefen hoch und dadurch kriegt man natürlich auch den Vordergrund jetzt schön ins Bild. Und ihr seht auch, der Warner hier oben ist jetzt weg. Und damit ist es eigentlich schon von der Belichtung her relativ gut. Ich würde jetzt mal noch ein kleines bisschen so nach rechts gehen, damit uns das Bild nicht zu sehr auf der dunklen Seite quasi ankommt. Also so, denke ich, sieht es sehr, sehr gut aus. Jetzt machen wir dann weiter mit den üblichen Entwicklungsschritten, Struktur. Da kann man dann ruhig ein bisschen höher gehen. Klarheit. Dunst entfernen ist immer ein bisschen vorsichtig bei DJI-Drohnen. Mal gucken, was hier so passiert. Ja, ist hier relativ ähnlich. Also weiter. Ja, 15 ist, denke ich, ganz gut. Und ja, jetzt kommt es natürlich auch drauf an, was ihr erreichen wollt. Ich finde das Bild von den Farben her jetzt eigentlich schon sehr gut. Erhöhe jetzt aber dennoch die Dynamik, weil dafür haben wir ja auch einen größeren Sensor. Würde mal sagen, vielleicht so auf 25. Die Sättigung. Ja, das ist schon fast zu viel. Ja, 10, denke ich, ist dann hier für diesen Bereich auf jeden Fall in Ordnung. Ich finde jetzt, dass der Vordergrund immer noch ein bisschen zu dunkel ist und würde das Ganze jetzt einfach mal mit einem Verlaufsfilter korrigieren. Dafür will ich den zuerst an. Hier in Lightroom geht das immer sehr gut. Und ich will ja nur die Tiefen hochziehen. Dann stelle ich mir den Wert für die Tiefen schon mal vorab ein. Nehmen jetzt mal 30 und wir schauen mal, was passiert. Würde jetzt hier so ein bisschen diagonal den Filter hineinziehen und ja, genau. Und dann seht ihr auch oben ist die Belichtungswarnung, Unterbelichtungswarnung weg und ja, so sieht es doch richtig gut aus. Oder was denkt ihr? Also mir gefällt das jetzt so. Würde ich so bestätigen wollen und dann haben wir hier erstmal ein richtig gutes Ergebnis, einen richtig guten Look. HSL braucht man eigentlich fast schon gar nicht mehr machen hier, finde ich. Also die Farben sind schon so präsent bei dem Bild, dass es so richtig Sinn eigentlich nicht mehr macht. Aber ja, wir gucken mal, was so geht und vielleicht nutzen wir es dann auch bei den anderen Bildern. Also gehen wir in die Luminanz rein, nehmen mal
die dominanten Farben so ein bisschen raus. So. Dann sieht es schon mal ganz gut aus. Und wechseln in die Sättigung hinein. Rot nehmen wir ein bisschen hoch. Orange haben wir jetzt hier auch nicht so viel. Gelb. Grün natürlich, hier sollte man dann aufpassen. Blau für den Himmel, sieht auch schon ganz gut aus. Und da habe ich jetzt schon gesehen, entsteht oben Farbrauschen bzw. bricht die Farbe hier schon so ein bisschen auseinander. Deswegen würde ich die tatsächlich das Blau wieder ein bisschen zurückfahren. Der Himmel ist eigentlich auch blau genug. Ja, ich denke, so ist es besser. Und dann schärfen wir das Bild erstmal. Dann nehme ich wieder meine Standardwerte. Das muss ich mal in aller Ruhe mich mit beschäftigen, was dann hier für eben dieses Kamerasystem der R2S vielleicht der bessere Wert ist. Also nehme ich jetzt erstmal die Einstellung, wie ich sie immer nehme für Landschaftsaufnahmen. Nämlich 80 beim Betrag, Radius 0,7 und die Details auf 30. Und dann ziehen wir einfach mal bei gedrückter Optionstaste den Maskieren-Button. Oder Regler, Einsteller, wie auch immer. Und schärfen wieder, wie ihr das kennt, nur die Kanten nach. Sind wir hier eigentlich schon mal ganz gut bedient. Und jetzt würde ich auf jeden Fall hier mal oben hineinzoomen. Und da seht ihr, dass die Farbe wegbricht, hier in den Ecken. Dass wir so ein bisschen Rauschen reinbekommen. Da schauen wir erstmal, ob wir das mit der normalen Rauschreduzierung schon rausbekommen. Kleinen Moment warten. Ist auf jeden Fall schon mal besser geworden. Und vielleicht das Farbrauschen. Mal rauszoomen. Ja, und dann sieht das eigentlich richtig gut aus. Und das wäre jetzt so die Entwicklung für dieses Bild. Könnten wir uns jetzt als Vorlage mal so merken. Beziehungsweise übernehmen wir die Vorlage einfach mal. Einstellung kopieren. Wir übernehmen alles außer dem Verlaufsfilter. Den wollen wir natürlich nicht haben. Wir wollen noch keinen Pinsel. Haben wir jetzt hier nicht verwendet. Aber den wollen wir natürlich auch nicht. Color Grading haben wir nicht gemacht. Nö, so passt das eigentlich alles. Okay. Bildzuschnitt brauchen wir jetzt hier bei der R2S auch nicht machen. Wir haben einen Zollsensor und sind damals im Format 2:3 sowieso schon unterwegs. Seht ihr hier. Bei der Mini und so müsst ihr ja, wenn ihr mit voller Auflösung fotografiert, quasi im 4:3 Format, was dort angeboten wird, müsst ihr das Bild immer noch zuschneiden, wenn ihr es an eure normalen Kamerabilder anpassen wollt. Müssen tut das natürlich nicht. Ihr seht auch, dass ich auf den Schnitt geachtet habe bei der Gimbal-Einstellung. Deswegen braucht man hier im Bildzuschnitt überhaupt nichts zu ändern. Und das erste Bild ist meiner Meinung nach so eigentlich fertig. Und ja, und ich finde, das ist richtig gut und das sieht richtig klasse aus. Was mir extrem immer auffällt, ist, wie weit man in die Ferne schauen kann bei der R2S. Also wir haben gerade im hinteren Bereich der Fotos, wenn man so möchte, wesentlich mehr Details als bei allen anderen Kamerasystemen an DJI-Drohnen, was ich bisher so gesehen habe oder was ich selber besessen habe. Da ist das hier auf jeden Fall definitiv mal eine andere Liga. Was ich jetzt gerade noch entdeckt habe, ist hier so ein kleines weißes Segelboot. Das würde ich jetzt hier tatsächlich noch rausnehmen aus dem Bild. Ist jetzt nicht unbedingt extrem störend, aber man sieht es eben halt. Vielleicht kriege ich auch die Größe mal eingestellt. So. Das nehme ich noch raus. Das ist so ein störender weißer Punkt und nicht jeder definiert das dann unbedingt als Segelboot. Deswegen würde ich mich davon trennen. Okay. Das zum ersten Bild. Ich hoffe, ihr seid damit einverstanden mit der Bildentwicklung. Natürlich kann man sowieso generell immer seinen Bildlook anders gestalten. Ihr wisst, ich mag es immer eher so, die Bilder so zu entwickeln, wie ich sie auch tatsächlich in Erinnerung habe, wie ich sie vorgefunden habe. Dann kommen wir hier zum nächsten Bild. Hier machen wir gar nicht jetzt so viel Aufwand. Das ist eigentlich quasi das gleiche Bild, nur komplett in die andere Richtung und damit mit dem Licht. Also keine Gegenlichtaufnahme und ich haue hier einfach mal unsere Entwicklung von gerade eben drauf. Und ja, das haut schon so hin, da brauchen wir gar nicht mehr viel machen. Dann nehmen wir vielleicht noch bei Blau ein bisschen die Sättigung zurück. Der Himmel, der überstrahlt ja quasi alles. Also er war blau auf jeden Fall, aber ja, es soll ja vernünftig aussehen. Ja, ansonsten
brauchen wir hier bei dem Bild eigentlich nichts machen. Wir schauen wieder auf das Freistellungswerkzeug und da seht ihr auch, hier ist der Gimbal wieder optimal eingestellt. Zweidrittelregel ist recht gut eingehalten, sofern das halt bei Luftaufnahmen überhaupt möglich ist. Gut, dann wäre das auch schon das zweite Bild, wie man da hinkommt zu der Entwicklung. Da braucht ihr euch einfach bloß nochmal das erste Bild anschauen. Wie gesagt, Zeitstempel sind in der Videobeschreibung. Und wir gehen weiter. Und ja, das hier ist quasi zum Sonnenaufgang. Das ist also eine Lowlight-Aufnahme, wenn man so möchte, die hier in dem Bild etwas heller ist, als es eigentlich dort zu dem Zeitpunkt tatsächlich war. Wir schauen mal hier auf die Aufnahmeeinstellungen, da sehen wir schon, sind wir bei ISO 120, was euch dann natürlich auch verrät, dass ich im Automatikmodus fotografiert habe, also nicht mit im manuellen Modus. Und ja, die Belichtungszeit ist 1/60, was dann schon relativ lang ist, aber durch die 3-Achsen mechanische Stabilisierung des Gimbals auch überhaupt kein Problem darstellt. Hier hinten sehen wir einen Berg, das ist der Petersberg. Wer meinen Kanal schon länger folgt, der kennt das. Da waren wir schon öfters mal unterwegs und da gibt es auch das ein oder andere Video davon. Und ich will jetzt einfach mal schauen, ob wir denn diesen Petersberg zu sehen bekommen. Dafür nehme ich jetzt unsere Einstellung vom ersten Bild. Die werden jetzt hier nicht so perfekt passen, aber wir können ja dann nachsteuern und legen das erstmal drauf. Und dann sieht das Ganze so aus und ja, mit wir brauchen da nicht oder müssen da dann noch ein bisschen anpassen, ja, würde ich gar nicht mal so sagen. Sieht auch so schon sehr, sehr gut aus. Hier würde ich jetzt tatsächlich mit dem Verlaufsfilter, da mache ich hier mal alle Einstellungen runter, ziehe erstmal den Filter, mich den Himmel wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr abdunkeln. So. Ich würde versuchen, mit ein bisschen mehr Sättigung die Farben des Himmels ins Bild zu holen. Ihr müsst immer aufpassen, dass euch dann nicht die Farben wegbrechen. Das ist immer so die Kunst. Aber ihr könnt natürlich das Rauschen auch rausnehmen hier im Verlaufsfilter. Und gerade weiter oben, wo die Farben brechen, wird der Rauschfilter quasi am intensivsten angewendet. Und da, wo es dann heller ist, fast dann gar nicht mehr, also hier unten wird gar nicht mehr ein Rausch, sondern nur hier oben, wo es auch tatsächlich so ein bisschen gelitten hatte gerade. Und ja, dann sieht das Ganze doch schon mal sehr gut aus. Man könnte jetzt mal noch über den Weißabgleich nachdenken. 7100 ist schon ziemlich hoch. Ich denke, ich nehme den mal auf 6500 und dann ist das eigentlich so recht hübsch, wie ich finde. Und in der Sättigung werde ich jetzt mal versuchen, das Lila und das Magenta des Himmels noch so ein bisschen rauszuholen. Jawohl. Und dann haben wir doch eine tolle Lichtstimmung, finde ich, beim Dunst entfernen. Kriegen wir noch mehr Struktur in den Himmel, allerdings auch extreme Probleme mit Farbrauschen. Deswegen würde ich auch das tatsächlich sogar so lassen und das Bild vielleicht auch in dieser Entwicklung jetzt so hier belassen. Ich kann mich nicht mehr so genau daran erinnern, weil ich ja diese Ansicht, wie ihr sie jetzt hier seht, auch nur auf dem Handy-Display gesehen habe, denn ich stand hier unten und habe natürlich überhaupt keine Chance gehabt, das Ganze zu sehen. Hier müsste man mich auch sehen, genau hier stehe ich. Und da seht ihr mal, im Bereich Lowlight, was hier trotzdem für eine Performance vorliegt vom Kamerasystem. Und ja, das ist auch vom Rauschen her, ist das völlig in Ordnung. Also ich würde da jetzt hier am Rauschregler gar nicht weiter nachregeln, sondern das tatsächlich so lassen. Das Einzige, was ich vielleicht noch machen würde, wäre den Bildzuschnitt ein bisschen ändern. Einfach um das Schiff hier, das ist so an den Rand geklatscht und lenkt dadurch so ein bisschen ab. Das gefällt mir jetzt persönlich nicht so, deswegen würde ich das hier mir so ein bisschen zuschneiden, den goldenen Schnitt wieder zurechtschieben, so in etwa, und dann passt es eigentlich ganz gut, finde ich. So, ja, das würde ich tatsächlich hier so lassen, das Bild, und wir kommen zu Bild Nummer 4, und das ist jetzt genau das gleiche eigentlich, nur
Richtung Sonnenaufgang. Und ja, wir legen auch hier erstmal wieder unsere Einstellung drauf. Warten einen Moment und erhalten dann in dieses Bild hier. Und ja, hier müssen wir dann jetzt natürlich wahrscheinlich ein bisschen nachregulieren. Da ist ein bisschen zu viel Rot drin, meiner Meinung nach, auch wenn der Sonnenaufgang wirklich schon schön farbenfroh war. Aber man sieht ja regelrecht, wie die Farben hier wegbrechen. Und ja, da bin ich nicht so der Freund von, wenn man das so extrem sieht. Deswegen würde ich hier alles, was so Farben angeht, ein bisschen reduzieren in dem Bereich. Und ansonsten, ja, vielleicht mit dem Radialfilter mal versuchen, diesen Bereich hier ein bisschen aufzuhellen. Aber das sollte man dann tatsächlich relativ vorsichtig machen und nur über die Tiefen. So. Ja, ich denke, so wirkt das recht angenehm. Jetzt kann man den Filter natürlich nehmen und schiebt den so unter die Sonne, damit der Blick dann auch nicht zu sehr weggelenkt wird. Ich würde ihn trotzdem hier so ein bisschen versetzt lassen. Und ja, dann wäre das eigentlich auch schon wieder so meine Bildentwicklung. Hier seht ihr, sind wir wieder bei ISO 100. Und die Belichtungszeit ist wieder wesentlich kürzer als bei dem Bild eben, was ja natürlich auch dafür spricht, dass wir hier eine Gegenlichtaufnahme quasi haben. Hier können wir mal beim Blau des Himmels noch mal ein bisschen reingreifen in die Sättigung beim HSL und dann, ja, passt das eigentlich. Das hier ist kein Rauschen oder so, sondern es ist halt ein bisschen aufgeraut, der See. Und durch die kurze Belichtungszeit ist das quasi eingefroren, wenn man so möchte. Ja, kann man nicht viel gegen machen und ein bisschen schade eigentlich. Hier hinten sieht man dann aber, dass hier Details dann verloren gehen im Hintergrund. Also da ist nicht mehr ganz so viel, das ist nicht ganz so schön wie bei Tageslicht. Aber ja, der Blick geht ja eigentlich hier in Richtung Sonnenaufgang und da sieht es eigentlich recht schön aus. Ist vielleicht hier so ein bisschen viel Wasser, vielleicht kann man sich auch hier wieder mit dem Bildzuschnitt so ein bisschen behelfen, dass man dann da drüben auch die Windräder wegbekommt. So vielleicht. Und den Sonnenaufgang so ein bisschen zentraler hat. Das kann man mal noch probieren. Dann würde das Bild so aussehen. Aber ja, das ist wieder so eine Geschmacksfrage, ob man das so haben möchte oder eben nicht. Gehen wir mal weiter. Bild Nummer 5. Gleiche Situation, hier habe ich versucht, den Pegelturm mit ins Bild zu nehmen. Nicht so ganz die optimale Position eigentlich für dieses Bild. Ich hätte mit dem Kopf da weiter runter gehen müssen und dafür mit dem Gimbal weiter ein Stück weiter hoch. Ja, habe ich mich ein bisschen vergriffen und ehrlich gesagt habe ich den Pegelturm nicht richtig gesehen auf dem Display, weil das durch die Sonne, die da hinten ist, ja irgendwie die Belichtung korrigiert war und das Dunkle sehr dunkel war. Also dunkler, als ihr das jetzt hier in diesem Bild tatsächlich seht. Aber wir gucken mal, was wir herausbekommen. Wir legen wieder unsere erste Vorlage hier einfach drauf. Ja, und da haben wir hier jetzt erstmal so die gleiche Geschichte wie eben schon. Was ich hier auf jeden Fall erstmal machen würde, wäre das Bild heller. Genau. So. Würde weiß ein bisschen reduzieren. Dann leuchtet alles ein bisschen mehr, schwarz ein bisschen hochnehmen. Dann sieht es eigentlich schon recht gut aus. Man könnte das Gefühl haben, das Bild ist schief, bin mir nicht so ganz sicher. Ich würde eigentlich eher denken, es ist nicht schief. Schön wäre natürlich gewesen, wenn der ganze See so glatt gewesen wäre, dann hätten wir ja auch eine wunderbare Spiegelung der Sonne gehabt. Aber ja, es ist halt nicht immer alles so, wie man es gerne hätte. Korrigieren wir noch schwarz, bis die Belichtungskorrektur oder die Marker da oben anspringen. Das ist aber dann schon ganz schön weit. Aber ja, sieht eigentlich so von der Belichtung her, gefällt mir das Bild so eigentlich recht gut. Deswegen würde ich das tatsächlich so in der Form auch lassen. Wir schauen mal hier auf den Pegelturm. Hier sehen wir wunderbar die Details, also das ist alles in Ordnung. Sieht alles gut aus. Und auch hier im Hintergrund passt das soweit. Und ja,
Also wie gesagt, die Bilder wirken hier tatsächlich heller, als es eigentlich war. Erstaunlich eigentlich, was man da so rausholt, so ein Zollsensor. Hier würde ich jetzt dann vielleicht auch die Windräder drinnen lassen, weil wir sonst den Pegelturm zu sehr beschneiden würden. Das Einzige, was man hier vielleicht machen könnte, ist von oben ein bisschen her was rausnehmen. Da verliert man aber diese schönen Streifen der Flugzeuge. Aber man könnte es so ziehen bis zum goldenen Schnitt vielleicht. Ja, gefällt mir tatsächlich ein bisschen besser. Und ja, passt eigentlich so, oder? Und ich finde, was hier so drin ist an Farbe und so, an Farbbereichen, das ist schon echt gut, was man hier aus den RAW-Files rausholen kann, ohne dass einem beim Bearbeiten und Entwickeln quasi gleich alles so auseinanderbricht, wie das oft bei den RAW-Files der Mini 2 passiert, wo man wirklich sehr vorsichtig entwickeln muss. Aber ja, der Sensor hier ist einfach doppelt so groß und das merkt man dann einfach auch, ne? Okay, dann kommen wir zu einem weiteren Bild. Hier war es wirklich eigentlich wesentlich dunkler, als man das jetzt hier so sieht. Ein Schwan schwamm da auf dem Muldestausee und da bin ich hingeflogen, habe den dann im Display gesehen. Ihr seht auch, dass wir hier ein ganzes gutes Stück weg sind vom Ufer. Habe ihn im Display dann entdeckt und ja, dachte, mach ich mal ein Foto. Bin weiter runtergegangen mit der Flughöhe. Der Gimbal ist ja ein bisschen nach unten geneigt. Und wenn wir jetzt hier unsere Vorlage drauflegen, braucht man eigentlich tatsächlich gar nicht mehr so viel machen. Was ich jetzt hier machen würde, ist Grün ein bisschen reduzieren. Weil ich finde, die Bäume leuchten dadurch ganz schön. Und ich würde tatsächlich auch Blau noch ein bisschen reduzieren. Und dafür aber Rot des Schnabels von dem Schwan ein bisschen erhöhen. Und mit einem Radialfilter, den ich hier drüber legen würde, würde ich jetzt versuchen, die Tiefen noch ein bisschen rauszuarbeiten, also ein bisschen ist gut, dass der Schwan ein bisschen mehr, ja, als Spotlight in diesem Bild quasi wirkt, als das Eigentliche im Bild. Und ja, so würde ich das Foto dann tatsächlich auch schon lassen und würde hier gar nicht so viel machen. Man könnte es jetzt natürlich zuschneiden, mache ich mal kurz, wie ich mir das zum Beispiel auch noch vorstellen könnte. Wäre dann natürlich so, mach das mal. Dann haben wir immer noch knapp 4000 mal 2700, also immer noch eine sehr beachtliche Auflösung. Aber ja, der originale Zuschnitt gefällt mir hier tatsächlich besser und ja, ist halt der Schwan nicht ganz so groß, aber das Bild ja, wirkt irgendwie ein bisschen mehr in der Tiefe. Gefällt mir jetzt hier so besser. Ansonsten würde ich hier gar nichts weiter korrigieren und ihr seht auch, dass man mit einer so einer Vorlage, die man sich erstellt hat, relativ weit kommt und relativ viel machen kann. Und auch das Rauschen, wir schauen hier oben mal in die Ecke. Klar ist das Rauschen da, es war relativ dunkel, aber es geht in Ordnung, es passt. Also da kann man gut, sehr gut sogar mit leben. Und wenn ihr das für Instagram oder sowas nutzen wollt, auf jeden Fall, wenn ihr es drucken wollt, größer als DIN A4 oder sowas, ja, dann solltet ihr da vielleicht doch ein bisschen mehr darauf achten, dass ihr ordentliches Licht habt. Aber selbst das sollte eigentlich mit dem Bild zum Beispiel jetzt hier funktionieren. Okay, kommen wir zum siebenten Bild. Hier haben wir das, hatte ich vorhin schon angesprochen in der Einleitung quasi. Und ich denke, ihr seht das auch, dass zum Beispiel weiß dann einfach weiß ist. Das ist ein Problem, das ist mir schon sehr, sehr oft bei ja, den Kamerasystemen der DJI-Drohnen aufgefallen. Warum das so ist, weiß ich nicht. Ist leider auch hier wieder so der Fall. Also irgendwie, wenn zu viel weiß auf der Stelle ist, wird einfach nur noch weiß dargestellt. Sieht ein bisschen, wirkt immer so ein bisschen wie aus, ja, zu irgendwie so, weiß ich nicht. Als wären alle Details in diesem Bereich weg und das sieht man hier auch so ein bisschen. Das ist einfach nur weiß. Aber was man da versuchen kann, ist den Weißregler hier in Lightroom so ein bisschen runterzunehmen. Da muss man aber dann immer aufpassen, dass einem oben da die Wolken nicht total kaputt gehen. Deswegen sollte man im gleichen Zug auch so ein bisschen schwarz wieder erhöhen.
Das ist am Endeffekt, ist das quasi den Kontrast zu verändern. Wenn man weiß nach unten sieht und schwarz nach oben, ist das wie wenn ihr einen Kontrastregler bewegen würdet. Aber hier könnt ihr eben halt das ein bisschen feiner auseinandernehmen. Also ich habe ja jetzt hier weiß mehr reduziert, als ich schwarz erhöht habe. Aber so richtig funktioniert das leider irgendwie immer nicht. Hier aus so einer Entfernung, wie wir jetzt hier sind, kann man es so lassen. Da kann man mit leben, denke ich. Ich würde jetzt hier auf jeden Fall in der Sättigung Blau noch ein bisschen reduzieren und auch nochmal in die Luminanz reingehen und auch da Blau wieder ein bisschen zu seinem Ursprung zurückholen. Weil das im Himmel ist mir das ein bisschen zu viel. Aber ansonsten sieht es eigentlich schon sehr cool aus, finde ich. Der Fehler, den ich hier gemacht habe, ist bei der Aufnahme, ich hätte weiter runtergehen müssen. Ich hatte aber leider schlechte Sicht da rein. Und ja, wenn dann so ein Schwan losmacht, dann ist die R2S weg. Und deswegen habe ich darauf verzichtet und habe das Bild von oben gemacht. Aber es ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel hier für die Bildentwicklung. Und da seht ihr mal, was ihr hier so rausarbeiten könnt, was ihr hier so rausarbeiten, ja, was da möglich ist am Ende des Tages. Und hier seht ihr, ist das Licht ein bisschen besser und dann kann man auch weiter in der Ferne noch die Details gut und sauber erkennen. Zum Rand hin wird es dann ein bisschen schwammiger, unschärfer. Das kann aber auch an unserer Rauschreduzierung liegen, die wir ja aktiviert haben. Die können wir ja mal hier kurz aussetzen für dieses Bild und schauen dann nochmal hier rein. Und dann ist es doch schon ein gutes Stück besser, nicht mehr ganz so schwammig. Wir brauchen jetzt hier auch nicht unbedingt eine Rauschreduzierung, wobei, wenn ich hier oben reinschaue, das gucke ich mir nochmal an. Wir waren hier, glaube ich, auf 10. Ja, da wird das da oben wieder besser. Und das Farbrauschen hatten wir auf 30. Ja, muss man gucken, wo man da vielleicht einen Kompromiss findet, und ja, also einen Mittelweg suchen. Ich finde aber, es geht völlig in Ordnung und ich glaube, ihr werdet es im Video gar nicht wirklich sehen. Ja, das war dann hier unser siebtes Bild und das letzte Bild ist dann einfach mal hier so eine Fernsicht über den Götschesee. Total spannend. Wenn ich dieses Bild mit der Mini 2 gemacht habe, dann würde ich sagen, so ab Pegelturm, ein Stück weiter Pegelturm, war da immer nicht mehr so viel zu erkennen. Jetzt erkenne ich hier sogar die Stadt. Hoch ist es hier, das Dorf, die Gemeinde, wie auch immer. Ja, also da holt man auf jeden Fall mehr raus. Ich werde aber auf jeden Fall einen Fotovergleich zwischen Mini 2 und R2S machen. Ich wollte nur erstmal überhaupt mit der R2S was anfangen, ein bisschen was machen, euch ein paar Beispielbilder zeigen. Und ich habe jetzt hier unsere Vorlage vom ersten Bild einfach draufgelegt. Und ja, ihr seht es selber, was da passiert. Ist total beeindruckend. Wie gesagt, ich weiß, dass es kein ja, Entwicklungsstil ist, der jedem gefällt. Das muss auch gar nicht sein, ist gar nicht mein Anspruch. Aber ich mag immer diesen natürlichen Look, sowohl im Video als auch im Foto, weil das eben dem am nächsten kommt, wie es auch wirklich ausgesehen hat. Und ja, war ein toller Tag auf jeden Fall. Man merkt, der Frühling arbeitet sich hier immer mehr vorwärts und ja, passt eigentlich so, würde ich denken. Würde hier sogar auch wieder das Blau etwas reduzieren. Mir ist das einfach zu viel im Himmel. Und das mache ich einmal, indem ich die Sättigung wieder ein bisschen reduziere und die Luminanz wieder ein bisschen hochnehme in dem blauen Bereich. Und dann sieht es doch sehr, sehr gut aus. Hier würde ich wieder mit einem Bildzuschnitt noch arbeiten, weil mich der Weg hier unten stört. Der lenkt mich tatsächlich ab. Jetzt muss ich mir natürlich überlegen, auf was kann ich hier verzichten im Bild. Ich nehme es erstmal so, damit es mittig korrigiert wird. Ja, wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Ja, so läuft dann der Weg hier raus. Ich denke, das kann man so machen. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich schiebe es nochmal auf die Seite. Ja, würde auch gehen, aber ich glaube, ich finde die Lösung hier am charmantesten. Und deswegen schneide ich das Bild auch in dieser Form zu. Und ja, das sieht natürlich gewaltig aus, wie weit man hier gucken kann. Hier ist der Mulde Stausee. Wahnsinn, verrückt. Nö, das passt schon so. Gefällt mir so, ist für mich völlig ausreichend. Ja, ich werde jetzt die 8 Bilder hier, so wie ich sie jetzt entwickelt habe, exportieren und dann hänge ich sie euch jetzt hier in der Diashow als Vorher-Nachher-Vergleich quasi mit dem eigentlichen Out-of-Cam-Raw hinten an. Als Zeitstempel nochmal, ich lasse die Bilder
ja, so etwa, denke ich mal, 10, 12 Sekunden stehen, also beide zusammen, immer das Original aus der Kamera und eben die entwickelte Version. Und da könnt ihr euch selber nochmal ein Urteil bilden. Das verfälscht natürlich ein bisschen in Bezug auf die eigentliche Bildsicht. Deswegen werde ich euch die Bilder auch zusätzlich auf meine Webseite laden, also die originalen RAW-Files, die könnt ihr euch downloaden und könnt sie selber mal entwickeln. Könnt ihr mir gerne zuschicken, wenn ihr sie entwickelt habt. Dann schaue ich mir die gerne natürlich an. Vielleicht mache ich da auch ein separates Video drüber. Wenn ihr da Lust zu habt, schickt es mir einfach per Mail. Am besten, ihr ladet es irgendwo bei euch in eine Cloud oder so und schickt mir dann bloß den Link, weil mein Postfach ist von der Megabyte-Größe her natürlich begrenzt und wenn da die Dateianhänge zu groß wären, wird das nichts mehr. Ja, ansonsten hoffe ich natürlich, das hat euch so als ersten Einblick in die ganze Geschichte erstmal gefallen. Wie gesagt, ich werde auf jeden Fall Vergleiche machen zwischen Mini 2, R2S. Ich werde Vergleiche noch machen zwischen den JPEG-Aufnahmen der R2S und ja, den Bildern, die wir dann hier entwickeln. Vielleicht schauen wir auch mal, ob wir einen anderen Farblook mal entwickeln. Können wir uns alles mal zusammen anschauen. Wie gesagt, schreibt es mir einfach in die Kommentare, was ihr da sehen wollt. Und einige von euch haben sich natürlich auch eine Bildentwicklung in Darktable gewünscht. Und ja, da werde ich mich auch mal mit beschäftigen. Wie gesagt, jetzt soll es in den nächsten Tagen erstmal schöneres Wetter werden. Und da habe ich nicht so viel Lust, mich am Rechner zu setzen und ja, lange Videos zu machen, wie ich Bilder entwickle, sondern da möchte ich, wenn dann überhaupt, Videos schneiden von irgendwelchen Ausflügen, wo ich outdoor unterwegs war. Und deswegen kann es ein bisschen dauern, bis es mit solchen Geschichten hier weitergeht. Aber ja, vielleicht kommt bald auch wieder ein Regentag, dann mache ich es einfach. Also je nachdem, wie ich Lust und Laune habe und wie das Wetter so ist, und dann geht's vorwärts. Ja, denkt dran, ich hänge euch die Bilder hier jetzt alle hinten dran. Schaut auch unbedingt in die Videobeschreibung. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst natürlich auch einen Daumen nach oben da und oder ein Abo, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt. In diesem Sinne wünsche ich euch allen eine schöne Zeit und wir sehen und wir hören uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao, euer Daniel. Tschö.